Die Mutter ruft den Kindern zu: Hört auf zu streiten, hört auf, euch weh zu tun. Die Kinder, die mit irgendetwas beschäftigt waren, werden unterbrochen durch die Worte der Mutter, werden abgelenkt und erfinden ein neues Spiel und sind raus aus ihrem Streit. Wenn wir solche Worte an uns bekommen, lesen, denken wir nicht dann auch an eine direkte Aufforderung an uns? Überlegen wir uns nicht auch, was das dann umgesetzt für uns heißen könnte? Nun, die meiste Bibelauslegung, die ich lese, handelt tatsächlich immer von einer Motivation auf moralischer Basis. Doch das Geheimnis der Worte in den Briefen der Bibel ist Christus. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Deine Wahrheit macht uns jubeln, redest durch den Sohn. Du selbst bist der Gute, Gutes tut, wer in dir wohnt. Wirbst um und zeigst, wer du bist, keiner ist wie du. Kamst in unsere Finsternis, dein Für uns Sein. Gib Fried und Ruh. Wenn wir solche Worte aus zum Beispiel 1. Petrus 2 lesen wie: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und verfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wenn wir solche Worte lesen, denken wir nicht dann auch an eine direkte Aufforderung an uns, aufzuhören mit unserer Bosheit, mit unserem Lug, Trug und Neid? Und wenn wir lesen, dass wir zu Jesus Christus kommen sollen, um lebendige Steine zu werden, überlegen wir uns nicht auch, was das dann umgesetzt für uns heißen könnte? Nun, die meiste Bibelauslesung, die ich dazu lese, handelt tatsächlich von einer Motivation auf moralischer Basis. Selten triffst du auf eine Bibelauslesung, die deutlich macht, dass es den Menschen unmöglich ist, das Böse abzulegen. Gottes Gutsein hat kein Ende, ist alle Morgen neu. Ganz leise wirbt er um das Menschenherz, Gott ist treu. Antwort gibt, wer erkennt und kehrt, so meint sich Gottes Heil. Das Leben, das Gott ehrt, wird durch Christus uns. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden. Leider versuchen Menschen dann mit religiösen Kniffen dies doch noch zu bewältigen. Sie nehmen sich eine stille Zeit, versuchen mit Gott darüber zu sprechen, loslassen, ihre Hoffnungen auf Jesus zu setzen. Aber auch das gelingt ihnen nicht, weil sie nicht bemerken, dass sie das Ganze zwar jetzt in einem christlichen Gewand verarbeiten wollen, weil ihnen sonst überhaupt nicht einfallen könnte, was ihnen die Worte zum Beispiel in 1. Petrus 2 sagen könnten.
versuchte ich, meine Haut loszuwerden, würde dies nur mit meinem Tod geschehen können. Kann ein Mensch sich ändern? Es gehört zu den schwierigsten Dingen im Leben, eine schlechte Angewohnheit oder Sünde aufzugeben. Jeremia 13,23 fragt, kann ein Leopard sein geflecktes Fell wechseln? Aber genau dies verlangt Jesus, wenn er uns von seiner frohen Botschaft, von seinem Leben erzählt, das er für uns hat. Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden das Böse mit Gutem. Gott hält den Gang, schläft, schlummert nicht. Mensch, halt dich bereit. Empfange selig, was gebricht aus seiner Herrlichkeit. Kein Menschenmühen verdient es sich, Mut und Kraft allein. Komm von seinem Liebesziel, Herz und Herz vereint in ihm ist der Sieg allein. Mit dem Sohn, dem Herrn Jesus Christ, geschenkt uns alles ist. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden das Böse mit Gutem. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden das Böse mit Gutem. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem.